So, Freunde, willkommen zum Krieg 7 Days Hunting gegen eine wahrscheinlich russischsprachige Allianz. Welcome, welcome, guys. Und wir können es nicht. Wir sind einfach scheiße im Rush. Ganz einfach. 26, 23. Das heißt, wir haben 3 Angriffe mehr, liegen aber 511 Punkte zurück. Es geht nicht. Egal, gegen was wir im Rush spielen, wir sind frei wild für alle. Es ist halt albern. Bis zu einem gewissen Punkt ist es albern und dann wird es nur noch traurig. Und ich bin mittlerweile an dem traurigen Punkt angekommen. Ja, ganz ehrlich, sind... Ach, das ist halt... Gut. Ja, die haben halt 3 Sterne-Tanks unter anderem auch stehen, ne? Und wir haben sogar Alfrike hier zweimal. Gut. Wir gucken mal, wie wir es machen. Nehmen wir jetzt einfach mal den hier. Doppelt gebreakter Ludwig, okay. Ich werde mal mit Grün spielen. Wir haben ja einige grüne Helden, nur kann man das ja ein bisschen mal ausnutzen. Nehmen wir ihn mal mit. So, und jetzt haben wir, also das ist jetzt unser Dreier-Stack, was wir nehmen. Wir haben Boni-Entfernung. Wir bräuchten vielleicht noch durch den einen noch eine Boni-Entfernung, vorsichtshalber. Und vielleicht einen Schutz vor Erling und vor ihr. Jo. Grimbel werden wir mitnehmen. Ja, beide. Wir werden auch Aufladungshelden mitnehmen gegen die ganzen Mana-klauenden Eulen und Schwerter und Pfeifen und hast nicht gesehen. Aber die kommen gleich erst. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Also ich würde hier wahrscheinlich Garnett mitnehmen. Oder eine Grasul oder wie auch immer. Aber nehmen wir jetzt erstmal eine Garnett mit. So. Das, dann würde ich die tatsächlich auch mal ausnahmsweise dann da einpacken. Ausnahmsweise mal außen hinstellen, da wo ich die Heiler ja sonst nie hinstelle. Und einen zweiten der Boni entfernt, habe ich gerade gesagt, ne? Wäre der Panther. Man könnte natürlich hier auch Helden mitnehmen, dann wie Alfrique und sowas, ne? Das hilft natürlich dann auch. Polen könnte man womöglich auch mitnehmen. Boni Entferner. Oder wir nehmen halt auch Loki mit. Das ginge auch. Loki ginge auch. Oder nehmen Sie mit. Das ist vielleicht ein Heiler zu viel, ne? Ah, ist egal. Oder Kullervo könnte man auch mitnehmen. Aber kein Boni-Entferner. Ne, ich nehme Annabelle mit. Wir machen das ein bisschen defensiver. Und im Endeffekt eh drauf an, was wir kriegen, ne? Wobei Garnett schützt vor beiden. Aber sie würde es dann entfernen. Sie würde auch hier entschuldigen. Wir spielen das so. Wir spielen das so. Was soll auch schon schief gehen? Okay, gucken wir mal. Ich kann jetzt auch mega verkacken, ne? Also von daher schauen wir uns das einfach mal an. So, die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, ob 3 Grüne reichen, um Dorn rauszukegeln. Das weiß ich nicht. Würde aber dieses Match hier spielen. Ja, rutscht der Grüne hier hin, wir spielen hier. Dann passt das. 3 Grüne reichen. Gut. Wenn ich die mache, hier sollte nichts passieren, ne? Wir rutschen alle gleichmäßig nach oben. Die gehen zusammen. Ja, das kommt natürlich bei meinem Glück hier unten auch noch grün nach, ne? Also wirklich dann noch 2 Grüne, dann bin ich am Arsch. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Gut. Okay.
So, jetzt könnten wir überlegen. Und das werde ich auch tun. Ich werde jetzt nicht wie wild auf Ludwig feuern, sondern ich hole mir jetzt. Kaskade kann hier auch nicht passieren. Ich will die Lilanen spielen, um sie anzuhaben. Dann entferne ich den Spott und dann gehe ich mit meinen Grünen hier auf die Seite, bin Carlo los und dann ist erstmal gut. Aber ich kann ja auch nirgendwo jetzt erstmal grün ghosten oder sowas, dass ich grün habe. Ich gucke jetzt gerade nur, ob wir irgendwo Kaskaden kriegen könnten. Die einzige Kaskade wäre die unter Ludwig. Aber das könnten wir dann theoretisch wegnehmen. Hier sollte nichts passieren. Wenn ich den rüber spiele, hier, da kann eigentlich. Okay. So. Okay. Können wir hier auch ghosten, ne? Glücklicherweise ist. Ach, jetzt kann ich nicht ghosten. Ach, weil er noch da steht, der Hampelmann. Ach, kriege ich den mit den Roten weg? Wahrscheinlich nicht. Ach, so ein Mist. Das ist nicht schlimm. Oh, da passiert erstmal nichts. Ich will jetzt die roten Erling löst da hinten sowieso aus. Aber da passiert mir auch nichts. Deswegen haben wir Garnett mitgenommen. Genau aus diesem Grund. Okay. Und dann Feierabend. Okay. Also. Merke, drei Grüne, wenn ich drei habe, die gelimitbreakt sind, dann funktioniert das. Gut, gehen wir weiter. Da haben wir jetzt einen Alpha-Spot. Außen, das ist natürlich auch nicht so geil, ne? Ja, Esser hat sich den ganz dicken Burschen genommen. Was haben wir denn hier? Auch ein Alpha Ludwig. Aber können wir mit Gelb spielen? Obwohl Gelb. Ah. All gegen Louis. Was denn, wenn wir Rot machen? Rot würde sich hier anbieten mit den Mayannas, ne? Wenn wir da Rot drunter kriegen, dann können wir sie weghauen. Sofern wir halt auch mit den roten Steinen ihn wegkriegen. Louis müssen wir ein bisschen aufpassen. Boni Entfernung, der würde sich in Spotter anbieten, genauso wie gegen My Lady. Ja, ich meine, ja gut, Louis entfernt ja sofort den Spotter. Das ist natürlich dann nicht so klasse. Wir nehmen mal Fortuna mit. Genau. Pack sie mal einfach dahin jetzt. Da. Rot. Wir spielen mit Rot. Nehmen wir das klassische Rot mit Mayanna Kagan. Dann nehmen wir Mayanna Nurgib zum Beispiel und Kestrel und spielen dann nochmal Rot mit Colin. Ein Colin und Kagan haut auch rein, ne? Wir spielen erstmal mit den Starken. Also Mayanna, ich habe natürlich die zweite Mayanna. Nee, wir machen das mit der zweiten Mayanna. So, und dann spielen wir das noch mit Nurgib. Und dann machen wir noch ein rotes Team, wo wir dann Colin mitnehmen, im zweiten Kostüm, Kagan und Ruby. Nee, Kestrel meine ich, Kestrel. Colin, Kestrel und Kagan, das sollte eigentlich auch ordentlich bumsen, glaube ich. So, und jetzt brauchen wir hier, warte mal, wir haben hier Boni-Entfernung durch Steine, wir haben hier Boni-Entfernung, ich bräuchte eigentlich jetzt noch einen Spotter, auch wenn der mir jetzt natürlich nicht viel gegen die Herrin hilft, aber wird mir
womöglich gegen Louis helfen. Oh, dann kriegen sie ja auch Alarm, ne? Louis entfernt ja, meine ich, zuerst. Ah, das erste Sportwagen, dann kommt der ganze Schaden. Aber er hilft mir gegen My Lady. Gegen die De Winter. Wer hier? Ah, nee, dann spielen wir das so. Oder sollte ich da überhaupt dann einen Spotter mitnehmen, wenn wir das Problem mit De Winter da, mit Louis haben? Macht das Sinn? Oder macht es vielleicht Sinn, wirklich einen Hitter mitzunehmen? Weil ich habe auch gar keinen Heiler dabei. Ah, ja, ein Heiler wäre vielleicht schon gar nicht mal so schlecht, ne? Toxicandra wird sein, weil die kann theoretisch dem Mana widerstehen. So, Boni-Entfernung, Steine entfernen Boni. Ich meine, wenn Louis und My Lady knallen, dann ist halt schwierig. Aber da bringt es halt auch nichts, ob ich einen Spotter mitnehme. Weil Louis entfernt halt erst und dann knallt's bei allen, ne? Weil der Defense down, das wird ja erst der Spot entfernt, dann der Schaden, dann der Defense down. Also, egal ob ich einen Spotter dabei habe, ja, nein, das scheppert. Wir versuchen das mal so. Dankeschön. Ja, zu spät, ey. Aber theoretisch kann halt Toxicandra den Schwertern widerstehen und könnte dann heilen, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Nur gib zum Mana-Clown. Und Fortuna zum Schwächen. Dass da nicht so viel Schaden kommt. Ja, das ist jetzt eh von den Steinen abhängig. Wenn wir da jetzt... Aber man muss auch mal sagen, die sind offensiv auch nicht ganz so schlecht, ne? Ich meine, wir sind deutlich schlechter offensiv. So, okay, das ist eigentlich so ein Board, wo du gar nichts mit anfangen kannst, wirklich gar nichts. Wir haben das rote Match hier, in der Hoffnung, dass vielleicht hier was Rotes kommt, dann hätten wir direkt 6 und dann sähe es gut aus. Wenn wir die gelben spielen, ja, dann spielen wir direkt rein. Haben aber auch keine Chance, dass da eventuell was kommt. Wenn ich den mache, mache ich mir das Gelbe ja nicht kaputt, hätte dann theoretisch nochmal eine Chance. Oh wow, das wird bitter. Das wird bitter. Oh yeah. Da, wenn ich die lilanen spiele, kriege ich da auch ein blaues Match. Aber da wird es halt auch nicht gut durch, ne? Ich kann hier die gelben noch versuchen. Das ist ja meine einzige Möglichkeit. Gelb und dann kriegen wir rot. Okay, kriegen wir nicht. Also das Board ist definitiv... Sollte es ein lila Board sein. Und wir haben eigentlich schon verloren. Aber ich wüsste nicht, wie ich das hier drehen sollte. Okay. Vielleicht weiß ich es doch. Okay. Okay, warte. Wir nehmen ihm erstmal ein bisschen Mana weg. So. War erstmal wichtig. Müssen wir mal einmal Lucky Lucky machen. Einen Zug hat er noch. Okay. Die gelben, dann habe ich hier nochmal rot. Weil wir spielen grün-gelb, dann haben wir Toxicandra. Ja, das war wichtig. Das war wichtig. Das tut jetzt weh, aber ich kann heilen. So. So, das Problem ist, wirft säuberbare negative Statusänderung zurück. So, das ist ein Problem. Hätte ich vielleicht erst meine Hitter machen sollen und das dann wegheilen sollen bei mir.
Ja, man lernt halt nicht aus, ne? Oh, wir haben es bei Carlo entfernt. Das ist natürlich schön. Carlo ist weg. Das ist natürlich klasse jetzt. Okay, wir haben gewonnen. Jetzt hat man Fortuna gesehen, ne? Hat kaum Schaden gemacht. War wunderschön. Ja, das war Glück. Das war Glück. Aber das war auch verdient bei diesem beschissenen Startboard. Ich bin mal ehrlich. Aramis außen. Hier. Aber was ist das mit der Wasserpfeife? Wasserpfeife muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann haben wir hier nochmal eine Herrin. Ohne Limit Break. Die dürfte natürlich auch relativ zügig fallen, ne? Gucken wir mal. Wir nehmen die roten jetzt mit. Und jetzt könnten wir überlegen, die Herrin, wenn wir da was drunter haben, dann ist die ja weg, ne? Werde das. Das jetzt so spielen. Wo Ruby wäre natürlich auch nicht schlecht. Ah, die kommt gleich auch noch. Die wird auch gleich noch zum Einsatz kommen. So, jetzt wirst du dich wundern, warum spielt er das denn so? Die beiden Supporter nebeneinander. Ja, sollte man ja eigentlich nicht machen. Ich habe jetzt hier auch keinen Heiler dabei, ne? Weil ich sollte eigentlich eher einen Spotter hier mitnehmen. Wobei, ich habe einen Spotter im Endeffekt, ne? Der Gedanke dabei ist, dass ich Loki und den Boni-Entferner gerne nebeneinander hätte. Könnte jetzt theoretisch noch mal gucken, ob man einen anderen hat. Ich könnte auch Kullervo da hinstellen, ne? Das ginge auch. Das Ding ist halt einfach, wenn wir mit Loki Ludwig kopieren können, dann haben wir den Boni-Entferner am Start. Und der hilft uns halt einfach. Ich könnte auch einen Kongalach da hinstellen. Das ist im Endeffekt fast genauso gut wie ein Boni-Entferner, weil wenn Kongalach dann da feuert, dann steht von dem Spotter nicht mehr viel. Ne? Das wäre die andere Möglichkeit. Aber ich würde es wahrscheinlich gerne so erstmal machen. Jetzt haben wir natürlich nur keinen Heiler dabei, aber das sollte schon womöglich hinhauen. Ist halt auch nur ein Boni-Entferner mit dem Panther, ne? Wenn der tot ist. In Khufu sollte ich da vielleicht doch lieber einen Spotter mitnehmen. Was wie Krampus. Macht das vielleicht mehr Sinn? Nee, ich bleib. Kein Heiler. Jetzt geht das ja los. Ne, ich probier's ohne Heiler, glaube ich. Ja, komm, wir probieren das. Wir probieren es ohne Heiler. Ich bin mir dessen bewusst. Okay. Wieder kein Rot, ne? Aber ich spiele den gelben. Dann geht der. Ah ne, warte mal. Die gehen ja alle nach oben. Mist. Noch ein Match. Und entweder nur der nach oben geht.
Ja, bringt mir nichts, ne? Wenn ich den spiele, gehen die ja beide zusammen nach oben. Wenn ich den spiele, den er mir vorschlägt, ist der Rote hier. Da habe ich auch nichts von. Oh, ich kann eigentlich nur wieder hoffen. Warte mal, was ist denn? Ah, warte mal. Wenn ich die Bombe spiele, der Lilane bleibt und der bleibt. Das heißt, die bleiben starr, der rutscht aber einen nach oben. Aha. Ja. Okay, es war zu erwarten, dass das diesmal nicht reicht. Jetzt gehen wir nicht auf Loki. Dankeschön. So. Ich denke, wir sind uns einig, dass ich ja, Rot brauche, ne? Ja, es werden alle getroffen, das habe ich mir schon gedacht. Gut. Ach, mein Gott. Halt nicht so geil, ne? Ich sterbe halt durch Minions und Sandschaden jetzt. Feuer da jetzt einfach nur mal, um einen von den Schwertern da auch wegzukriegen. Aber es, ja. Loki macht seinen Job. Der macht das genau das, was er machen soll. Aber beim Rest funktioniert es halt nicht, ne? Ja. Das wird halt dann auch eine Null. Das ist halt albern, ne? Es ist eine Herrin, die halt eigentlich gar kein, gar nichts hat. Da brauchen wir gar nicht weitermachen. Das ist halt eine solide Null. Machst halt nichts. Und das ging so eine, ne? Das Team war gut. Das war gut. Aber, tja. Das war halt dann im Endeffekt auch wieder nicht gut. Das war aber sehr schön. Hat mir Spaß gemacht. Dieser Angriff, den können wir dann mal aus... können wir mal streichen. Der lief ja nicht so geil. So, wir nehmen jetzt Grimbel mit. Wetten, das ist der Erste, der direkt drauf geht. Hab ich so im Gefühl. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber... Ich habe im Gefühl, dass der als Erstes drauf geht. Wer wollte ich denn jetzt noch mitnehmen? Können Francine, warte mal, Francine, Halloween-Helden, da war doch was. Häusten entfernbaren Bonus zu stehlen, ja, das gefällt mir doch schon mal. Also brauche ich eigentlich einen Heiler. Ein schneller Heiler. Aha. Mhm. Aufladungsheld. Nicht viel Heilung, aber immerhin ein wenig. Ja.
Aber ich muss ja auch mal fairerweise wieder zu meiner Verteidigung sagen, meine Startboards sind auch nicht geil. Also ich hatte, ich glaube, den ersten Kampf. Den ersten Kampf, da hatten wir 6 Steine, ne? Aber auch mehr durch Zufall. Also nicht von Anfang an in irgendeiner Art und Weise. Das ist natürlich auch Wahnsinn, ne? Wenn Waterpipe ausgelöst hat, dass keiner Grimble trifft. Ich meine, gut, Grimble kann widerstehen. Ja, wir werden einfach mal sehen, was das wird. Ich bin mal gespannt. Also die Null, die war stark. Ja. Ah, naja. Ah, okay. Da würde ich jetzt mal sagen, yo, hier habe ich jetzt grün gekriegt. Ich spiele die 4 auch direkt in die Winter rein. Und spiele das auch direkt so. So, dann ist die schon mal weg. Also jetzt können wir überlegen. Eigentlich muss ich 2 Züge noch. Kann ich die irgendwie aussetzen? Kann ich irgendwo was spielen, was nicht wirklich Waterpipe triggert? Kann hier ein blaues Match machen? Was geht dann? Der rote geht hoch. Hier passiert eigentlich auch nichts. Okay. Ich jetzt die roten rüberspiele. Das ist ein Stein, den er abkriegt. Hallo war nicht geplant. Er war einfach nicht geplant. Wir sind Waterpipe los. Immerhin. So, er kann keinen Bonus machen. Sich gekillt. So. Jetzt ist er auch frei da hinten. Wir überleben Louis. Feuern alles auf Carlo. So. Wir sind blau. Wir heilen uns. Ich spiele jetzt nur auf der Seite hier. Sehr gut, dass wir Grimble gebraucht haben, ne? Dieses Reflecten ist halt ein bisschen doof. Aber, naja. So, okay. 2 haben wir noch. Nehmen wir wieder einen Grimble. Also mit Louis außen klappt eigentlich ganz gut, ja. Ist so überraschend. Haben wir vielleicht auch mal hier irgendwo noch mal eine Dawn? Eine Dawn habe ich jetzt. Ah, ja, vielleicht auch doch. Waterpipe und Senan. Das ist natürlich auch interessant. Die Feinde ballern dich dann komplett weg. Wenn wir schon verkacken, dann richtig, oder? Problem ist, my lady, wenn ich gegen My Lady mit Silimene. Ich würde gerne mein blaues Team spielen, aber dafür bräuchte ich ein Team, wo keine Dingens ist. Wo keine My Lady ist. Viele haben My Lady. Was ist denn mit ihm hier? Nehmen wir den. Hätte jetzt das blaue Team gemacht, aber da wir jetzt hier, ich hab halt auch noch viel Gelb, ne? Weil ich spiele selber mit Kulabo. Ja, wir spielen hier, spielen das so, pass auf.
Überlege, ob ich jetzt Hippo mitnehme. Oder tatsächlich dann Magni. Warte mal, wir haben hier eine Alfrike. Eigentlich müsste ich einen Aramis mitnehmen. Also ich brauche einen Schutz noch. Ich könnte auch Aramis mitnehmen. Und dann spielen wir mal 2, 2, 1. Ey, das gefällt mir nicht. Aber er ist ja in Ordnung. Er ist in Ordnung. Ich nehme auch Fars mit. Sonst vergesse ich den wieder, den kleinen Jungen. Der ist für die Immunität zuständig. Wenn ich ihn finde, da ist er. So, und jetzt gucke ich mal. Was haben wir denn? Dreiermäßig. Wie gesagt, wir könnten blau spielen. Frieda, Selimene und Hippo. Wir haben Kongalach, wir haben auch noch ganz viel Gelb, wir haben auch noch Sobek. Wir haben theoretisch die Ninjas für sie. Wir könnten mit Gelb spielen und nehmen zum Beispiel eine Topaz mit. Und stellen die neben Ludwig. Nein, vielleicht nicht ausgerechnet neben Ludwig. Aber wir könnten das... Ja, ich habe eh zu viele Helden, ne? Also ich kann eh nicht alle mitnehmen. Ach so, Boni Entfernung, Devana. Devana brauche ich noch und dann Topaz. So. Ich mal einmal gucken. So, wir haben Boni Entfernung für ihn. Theoretisch, wenn Kullervo auslöst und Devana tot sein sollte, wie auch immer, aus irgendeinem Grund, dann haben wir, können wir Ludwig auch lahmlegen. Wir haben Fars für Kullervo, für Alfrike. Puh, ja. Und wir haben Minion-Zerstörung für Dorn. Also, vom Prinzip her, könnte das hinhauen. Vom Prinzip her. Ah ne, sind eh 6 Steine, komm hier, zack, fertig. Gib ihm. Gucken wir mal. Es wäre schön, wenn ich die beiden jetzt noch One-Shot mache. Okay. Ich habe gerade überlegt, Rot in Gelb, aber ich habe kein Rot. Aber das in Blau, nee, bringt mir nichts. Nee, wir machen das so. Ja, ich weiß, sie löst aus. Ja, naja. Dann gucken wir mal. Devana wird in Ruhe gelassen. Das ist eigentlich jetzt schön. Okay, ich werde in Ludwig reinspielen, hier das ganze Gedöns wegmachen, ne? Deswegen machen wir das jetzt so. Perfekt. Gehen wir hier auf die Seite. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir hier aber auch unsere Steine kriegen. Jetzt gerade nicht so Bombe aussieht. So ein Mist, ey. Ach, und er feuert? Warum feuert er denn da hinten? Nicht auf Haas. Du dreckige Sau. Aber er hat widerstanden. Oh, stark. Oder was auch immer er gemacht hat, das war gut. Wir spielen die jetzt ein, Stufe nach oben, dann können wir hier die ghosten. Ja, geht auch, ne, ich schau.
Kullabo wäre beschissen. Schön. So, da ist jetzt Steinhaut drauf. Mach das mal eben so. Hol mir den Minion. Dann nehme ich Ludwig an. So. Das ist wichtig. Den brauchen wir. Vier Treffer noch. Ah, gut. Ah, das ist durchgegangen. Das ist gut. Die machen das jetzt auch, ne? Die machen jetzt auch die Treffer. Ich habe Ludwig extra gelassen, tatsächlich als kleinen Prellbock für ihn, damit ich ihn jetzt, obwohl, warte mal, er hat jetzt noch vier übrige Treffer. Klopft da immer mal so einmal an. Ach, nicht. Ah, je. Yeah. So viel zum Thema. Ich klopf dann da mal an. Ja. Aber schön getriggert. Bravo. Ach, was tue ich denn jetzt hier? Ich habe hier das Match, das sehe ich. Der Gelbe ist da, ich hätte ein gelbes Match. Er kopiert aber nur Dawn, das heißt, er macht da nur einen von seinen Viechern. Er macht aber auch den Ludwig dahin. Na, ist egal. Ich habe halt keinen Schutz mehr, ne? Ich muss halt jetzt wirklich aufpassen. Ich muss das so machen. Ich habe keinen Schutz mehr. Das heißt, wenn er Elfrike kopiert, bin ich am Arsch. Das, worauf ich jetzt hoffe, ist, dass sie pierst und an der Steinhaut vorbeigeht. Macht sie nicht. Schade. Okay, aber nicht schlimm. Drei Treffer haben wir noch. Nehmen wir jetzt da mal noch einen mit. So, Steinhaut, ja. Zwei übrige Treffer, ja. Das sollte ja hier reichen, das grüne Match, was ich da habe. Weiter. Und jetzt hoffe ich halt, dass auch nur noch 11 Leben, ne? Wenn ich das mache, gut, der rutscht hoch, dann habe ich immer noch das Match. Ich hoffe, dass einer von den Viechern jetzt auf Carlo trifft. Jawohl. Hui. Mann, das ist immer so viel Nachdenken, wenn Carlo da am Start ist, ne? Mit der Steinhaut hier und mit der Steinhaut da. Puh. Ja, sehr nervig. So, wir haben gleich gewonnen. Wenn die keine Angriffe mehr machen. Ach Mann, ey, es ist einfach scheiße. Was ist das denn hier? Zwei, drei Sterne. Aber der Ludwig ist nicht Alpha gebreakt. Da könnte man theoretisch. Ja, nee, da, ich habe ja da hinten einen Spotter. Ah, Quatsch. So, ich würde gerne mit Blau. Gelb, ich habe noch Gelb. Hier, ich habe noch auch noch eine Topaz. Immer gegen den hier. Nein, ich muss Blau mit Hippo spielen eigentlich. Blau mit Hippo. Schade, dass es keine Helden gibt, der andere Minions auf sich zieht. Das wäre auch noch was. Weißt du? Der wäre auch cool. Und hier, was ist das denn? Herrin habe ich eine 0 gemacht. Das muss nicht unbedingt sein. Aber sonst war es ja bisher eigentlich okay, ne? 1, 2, 3, 4 One-Shots und eine 0.
Aber ich eigentlich bin ich gut dabei. Wenn diese eine fucking Null einfach nicht gewesen wäre. So ein Mist. Ja, wen nehmen wir denn hier? Ich würde halt schon gern mit Blau, mit Hippo noch spielen. Aber ich werde einen Teufel tun und den nochmal angreifen. Das mache ich nicht. Ah, der Kong entfernt natürlich vom Hippo, ne? Das ist nicht so cool. Ich habe noch einen Spotter mit dem Ritter. Tut mir in der Seele weh, dass ich manche Helden draußen lassen muss, ja? Halt gerne rote Flanke eigentlich. Aber da ist nur der, gegen den ich verkackt habe. Ne, hier, er hier noch. Das ist genauso schlimm. Glaube, ich nehme den einfach. Na, ich nehme noch mal eine Herrin. Ab. Wie viele Punkte habe ich? 200? Müsste, genau, ja, 207. Ja, das ist ja schon okay. Komm, wir nehmen den jetzt hier. Wir haben ja Blau. Nehmen mit Hippo. Ah, ich hab noch einen Spotter. Ich habe noch Krampus. Passt ja jetzt so gar nicht in meine Planung rein. Ruby nehmen wir mit. Brauchen Boni Entferner. Ich meine, Hippo interessiert's nicht, aber trotzdem für. Ich habe auch selber eine Herrin noch. Oh Mann. Und ich habe noch Griffix. Und ich habe Elfrinke. Yo, wo kommen die denn alle her? Ja, dann machen wir jetzt totale Mana-Kontrolle mit Hippo. So ein totales Wurst-Team jetzt, pass auf. Einfach so. Obwohl, nee, dann ziehe ich ab. Ich will ja, dass die bei Alfrike aus. Alfrike muss leider draußen bleiben. Das tut mir leid. Leid. Ich hätte noch Grimbel, aber ich weiß, dass ich nehme. Aufladungsheld, der. Ja, ich brauche eigentlich einen Aufladung. Ich muss Topas mitnehmen. Oder ich nehme halt wirklich. Sorrow ginge auch. Das ist, weil das andere Teams sind. Ich mache hier völligen Kauderwelsch eigentlich, was die Teams angeht. Ich mach so viel Schmu, aber es funktioniert halt. Boni-Entfernung. Hier, Fock. Oh je, was ist das für ein gammeliges Team? Aber ich spiel's. Ups. Ach. So, ich spiel dieses gammelige Team jetzt. Das wird was. Da habe ich Bock drauf jetzt. Jo, das wird was. Oh je. Oh, schön. Schön, schöner Diamant. Aber das war's auch schon. Der Diamant ist dein Feind. Das lernt man. Das lernt man so vor dem ersten Rush-Krieg. Der Diamant ist dein Feind im Rush. Aber wie soll ich das sonst machen? Das Schöne ist ja, der Diamant geht ja auf alle, auf keinen speziell. Wenn ich hier schon spiele, ich habe gar keinen Schutz gegen Heal dabei. Okay, egal. Ja, also, um es kurz zu machen, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder spielen wir den Diamanten und müssen den danach poppen, oder wir spielen drei in Heal rein. Anders kann ich es nicht regeln. So oder so müssen drei in Heal. Anders geht's nicht.
Also, machen wir es. Ich hoffe jetzt nicht, dass... Ah, yeah. Mein lieber Gott. Lieber Gott. Warum? Wenn ich den jetzt mache, geht das hier in blau, aber dann löst sie halt schon aus. Ah, Mann. Warum musste jetzt da so viel Rot noch nachkommen? Warum? Das Ding ist halt, ich kann auch in die Herrin reinspielen, ne? Ja, machen wir das. Es fällt mir auch, aber was soll ich tun? So. Nehmen den Spott weg. So. Sehe hier lila hier oben, das geht in blau. Sie wird sowieso auslösen. Also kann man, oh, schön. Sie löst nicht aus. Haha. Okay. Ich habe dezent kein Blau. Das wird so ein bisschen das Problem werden. Und dass sie gleich, also sie wird mich zerstören. Ja, das können wir eigentlich auch schon sagen, weil sie klaut mir jetzt, sodass ich nicht mehr mit ein paar Steinen geladen bin. Sie aber sich permanent immer lädt. Unabhängig davon kann ich aber auch mit dem Board absolut hier nichts anfangen. Das kommt halt dazu. Ich habe weder schönes Blau. Ich muss ja auch, eigentlich muss ich ja auch Steine spielen, die sie nicht triggern da hinten, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Zwei Züge. Laut 75%. Ja, geil. Arsch. Danke. Danke. Den wollte ich nicht so. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Das geht jetzt so lange, bis Khufu auslöst und mich bumst, ne? So lange haben wir das jetzt. Ja, klasse. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch echt kacke. Mein Gott. Ja, ich kann nicht mal. Ich meine, es ist. Eigentlich ist es ja keine Null. Ich krieg ja ein paar Punkte, weil ich Carlo da angedetscht habe. Man sollte eigentlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Stattdessen kriegen wir noch eine dicke, fette Combo reingedrückt. Ja, klar. Das ist hier, ich hau ab. Ciao. Bringt eh nichts. Ja. Gut, also, ein Punkt. Yippie-yay, Schweinebacke. Also, weißt du Bescheid. Der Fehler, es war noch nicht mal, ja, was heißt Fehler? Aramis, ich hätte wenn Aramis mitgenommen zur Immunitätgebung. Das ist mein stärkster, den ich noch hatte. Griffex hat einmal ausgelöst, nachdem die Herrin oder war es sogar schon Hehl ausgelöst hatten. Mein Untergang, sage ich so, wie es ist, waren diese vier Roten, die in Hehl direkt hintereinander gekommen sind. Eine Reihe und dann kommen da vier oder drei Steine sind danach gekommen. Ein roter war da, meine ich. Das ist halt wieder maximales Pech einfach. Und ist halt albern. Aber du siehst, entweder es lief oder es war gar nichts. Also es gibt hier nicht 20 Punkte bei mir oder sowas. Entweder total scheiße oder war in Ordnung. Aber die Startboards waren alle nicht gut. Bis auf eins, meine ich, war in Ordnung. Aber, naja. Und meine Defensive ist wieder ein One-Shot. Ne? Da kannst du mir erzählen, was du willst. Und ich verliere gegen so eine kleine Wix-Dorn.
Ja, also, es ist halt. Dieser Modus, es ist halt total unsinnig. Ein 3-Sterne-Held kann dich richtig hart bumsen, aber hier so einer, den besiegst du dann auf einmal, weil das Board gut ist. So. Oder du einfach deine 6 Steine hast. Das hat halt nichts mit Logik, schon mit Logik, klar, aber mit Skill in dem Sinne zu tun. Wenn ich gegen Dorn reingehe, sogar noch schwerpunktmäßig grün und nehme sogar noch einen Luna-Helden mit. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ganz krass, weil dann machen die ja nichts, aber ich habe keinen Luna. Ich gehe stark grün rein. Ich kriege keine grünen Steine. Ich muss Dorn durch eine unglückliche Kaskade triggern. Ist vorbei. Er geht gegen mich rein, kriegt 3 Gelbe hier drunter, 3 Gelbe hier drunter und dann Boni-Entfernung, rattert da durch, kann vielleicht einen killen, hat zufällig darunter nochmal Steine und dann sieht dieses Team aus wie so ein Erstklässler-Team. Also, ein kleiner Stöpsken ist er. Und gegen den wirklich kleinen Stöpsken, da kassierst du halt ordentlich. Also, du kannst mir sagen, was du willst. Wirklich. Du kannst mir echt sagen, was du willst. Rush ist dumm. Es ist wirklich dumm. Aber nichtsdestotrotz versuche ich halt das Beste draus zu machen. Und ich habe halt das Gefühl, bei uns, da sind welche, die, oder fast alle, die sagen auch, Rush ist dumm, aber die geben sich dann vielleicht keine Mühe oder sonst was. Und dann kriegst du halt wieder so einen mickrigen Scheißscore und verlierst gegen eine Allianz, die ich vorher noch nie gehört habe. Und das ist das, was mich sauer macht. Ja? Das ist halt einfach albern. Nicht auf den Modus bezogen, sondern auf die Allianz bezogen. Das ist schlecht. Das ist einfach scheiße. Ja, mehr kann ich da nicht zu sagen. Ich meine, klar, wenn es so läuft wie jetzt gerade, dann ist halt blöd. Aber wir haben auch gegen Heal gespielt und da haben wir es dann gepackt, weil da hatten wir dann die Entfernung da drauf. Aber wie gesagt, in dem Fall hätte ich, wenn dann, nur noch Aramis genommen und das hätte nicht funktioniert. Weil der halt zu spät angewiesen wäre bei dem Board. Das ist ja halt auch wieder der Clou, ne? Du machst es halt von 6 Steinen abhängig. Aber wie traurig ist das bitte, dass du einem Board hoffst, dass du 6 Steine hast, weil du dann weißt, jo, dann habe ich höchstwahrscheinlich gewonnen. Naja, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.